Leute, hier ist wieder euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Habt ihr Lust auf Eisvogel und Wasseramsel? Ganz nah? So nah, wie ihr sie vielleicht noch nie in eurem Leben gesehen habt? Dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ich befinde mich an den Paderquellen in Paderborn. Viel Spaß! Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Hublatti. Das ist neue Erde. Das Sommergoldhähnchen. Großartig. Hallihallo und herzlich willkommen bei dieser besonderen Folge von Weigels Wilde Welt. Ich hab's im Intro schon gesagt, ich befinde mich in Paderborn. Das ist eine Stadt im östlichen Nordrhein-Westfalen. Paderborn, weil hier die Pader entspringt. Das ist ein Fluss. Und zwar der kürzeste Fluss Deutschlands mit nur 4 Kilometern Länge. Hier im Stadtzentrum an den Paderquellen kann man ganz, ganz tolle Arten beobachten. Wir haben es minus 4 Grad Celsius. Die Gewässer im Umkreis sind wahrscheinlich alle zugefroren. Aber hier ist alles frei. Und deswegen steppt hier echt der Bär. Vor allem waren es Lachmöwen, die an diesem Morgen an den eisfreien Quellbecken der Pader nach Nahrung suchten. Der schwarze Fleck hinter dem Auge ist für diese Art im Schlichtkleid ganz typisch. Im Prachtkleid weisen Lachmöwen einen komplett dunkelbraunen Kopf auf. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Dieser hübsche, nach Nahrung suchende Stockerpel befindet sich schon im Prachtkleid. Zu erkennen an den Schmuckfedern am Schwanz und dem sehr kontrastreichen Gefieder. Eine Dame scheint er auch schon gefunden zu haben. Ein Teichhuhn am Uferbereich des Quellbeckens hatte stets alles im Blick. Ihr Lieben, hochinteressant ist gerade, weil wir es minus 4 Grad Celsius haben, ja? Und das Wasser hier aus den Quellen ungefähr mit 15 Grad plus aus der Erde kommt, dampft das hier. Das ist hochinteressant, ja? Und ist einfach eine mega, mega tolle Stimmung. Während ich so auf die Hauptdarsteller dieses Morgens wartete, dachte ich, ein wenig Kultur kann nicht schaden. Freunde, ich befinde mich hier jetzt an der Quelle von der warmen Pader, ja? Und im Hintergrund seht ihr quasi Statuen, ein Denkmal. Das sind die Waschfrauen. Und die erinnern an einen ganz großen Teil dieser Stadtgeschichte. Denn schon damals haben hier die Waschfrauen an dieser Quelle ihre Wäsche gewaschen. Und dann, Freunde, sollte es das erste Mal soweit sein. Ich hörte einen Pfiff. Und sah einen Edelstein fliegen. Ah, Leute, ich zitter am ganzen Körper. Ich stehe hier gerade mitten in der Stadt. Kommt der Eisvogel angeflogen und setzt sich hier direkt an die Mauer. Ich habe den gefilmt. Wie mega cool. So, muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie in meinem Leben, in meinem gesamten Leben noch nicht, einen Eisvogel gefilmt. Ja, da saß er also, der Eisvogel. Ganz langsam pirschte ich mich immer näher an den Vogel heran. Er ließ sich von mir keineswegs stören. Bei diesem hübschen Freund haben wir es mit einem männlichen Vogel zu tun. Zu erkennen an dem einheitlich dunklen Schnabel. Weibchen haben einen orangenen Unterschnabel. Im Bereich der Quellbecken in Paderborn sind im Winter so einige Eisvögel zu beobachten. Das klare, eisfreie Wasser bietet für sie die perfekte Nahrungsquelle. Freunde, im Hintergrund ein weiteres Quellbecken hier in Paderborn. Ihr müsst euch vorstellen, hier gibt es ungefähr 2
200 Quellen. 200 Quellen, die dann in die Parder quasi, die dir entspringen lassen, für 4 Kilometer. Denn dann fließt die Parder in die Lippe in den Rhein und der Rhein dann in die Nordsee. So ist das. Und hier der Paderborner Dom. Freunde, seht ihr da die Blasen? Da kommt das Wasser hoch. Hier überall. Wahnsinn. Das ist Natur inmitten einer großen Stadt. Verrückt. Neben diesen unglaublich tollen Vogelbeobachtungen an diesem Morgen hat mir auch Paderborn selbst sehr gut gefallen. Vor allem die Altstadt in der Mitte. Einfach magisch. Ihr Lieben, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert von diesem Gebiet. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, warum bin ich in diesem Moment das erste Mal hier? Das ist gar nicht so weit von mir zu Hause weg, Stunde vielleicht. Also hier war ich auch nicht das letzte Mal, das sage ich euch. Schaut mal hier, Freunde. Unter der Brücke wurde ein Kasten für die Wasseramsel installiert, ne? Die kommt hier vor. Lachmöwe. Großartig. Und diese alten Brücken, dieses alte Mauerwerk. Richtig, richtig schön. Und dann, Freunde, sollte es noch einmal soweit sein. Dieser hübsche Eisvogel landete direkt vor mir. Es waren nur rund 3 Meter, die der Vogel von mir entfernt saß. Ich konnte ihn wunderbar filmen und beobachten. Einfach ein unglaubliches und magisches Erlebnis. Nach diesem magischen Moment sollte unsere Suche weitergehen, nach einem anderen Spezialisten. Ihr Lieben, nachdem wir jetzt eben so exorbitant gut den Eisvogel gemeinsam beobachten und filmen konnten, werden wir jetzt mal gleich die Wasseramsel suchen. Die ist ein bisschen weiter, sag ich mal, bergab, weil dann nimmt die Fließgeschwindigkeit zu und ihr kennt Wasseramseln bestimmt, habe ich auch mal eine Folge rüber gedreht, blende ich euch oben ein. Die brauchen schnell fließende Gewässer und da gehen wir jetzt hin. Dieser Lebensraum schreit förmlich nach dieser Vogelart, der Wasseramsel. Zugegebenermaßen hat es auch nicht lange gedauert, bis ich sie gefunden habe. Freunde, es ist echt unglaublich, ne? Hier sitzt die Wasseramsel, der einzige Singvogel in Deutschland, der tauchen und schwimmen kann. Das ist Wahnsinn. Auf so einem kleinen Gebiet hier, ja? Eisvogel, Wasseramsel, Gebirgsstelze, mitten in der Stadt. Traumhaft, traumhaft. Ich konnte die gerade so toll filmen. Wahnsinn. Da sitzt sie also, unsere Wasseramsel. Der etwas starrengroße Vogel gehört zur Familie der Wasseramseln und ist die einzige Vertreterin dieser Familie in Deutschland. Das Besondere? Der einzige Singvogel in Deutschland, der tauchen und schwimmen kann. Bitteschön. Das Gefieder dieser Vogelart ist extrem wasserabweisend. Ihre Flügel benutzt die Wasseramsel als Ruder. Überwiegend sind es Wasserinsekten wie Bachflohkrebse und Köcherfliegenlarven, die der Vogel dann geschickt unter Wasser erbeutet. Ja, dieser Jagdzug war doch erfolgreich. Ich konnte gerade eine zweite Wasseramsel entdecken. Die sitzt direkt da, seht ihr sie? Und die singt aus vollster Kehle am rauschenden Bach. Das ist einfach großartig. Und jetzt kommt die Sonne auch noch raus. Was bitte will man mehr? Die Wasseramsel zeichnet es aus, schon sehr früh im Jahr mit ihrem Brutgeschäft zu beginnen. Der klare, helle, klirrende Gesang ist selbst neben einem stark rauschenden Bach wunderbar zu hören.
Nach diesem unglaublichen Wasseramselerlebnis entschied ich mich dann, wieder Richtung Quellbecken zu gehen. Am Wegesrand ruhte sich ein Pärchen Stockenten in der Parda aus. Unglaublich dankbar für diese großartigen Naturerlebnisse begrüßten mich dann wieder die Lachmöwen am ersten Quellbecken. Diese flinke, nach Nahrung suchende Gebirgsstelze war es, die dann einen wunderbaren Abschluss bot. Danke für diesen schönen Tag. Ihr Lieben! Was soll ich sagen? Ich bin gerade wieder am Anfangsquellbecken angekommen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. So gut, das sage ich euch ganz im Ernst, konnte ich noch nie in meinem gesamten Leben Eisvogel und Wasseramsel vor die Linse kriegen. Und das Schöne ist, ihr wart mit dabei. Ich bin total aufgeregt. Es war einfach ein super, super toller Vormittag mit euch zusammen. Ich möchte euch sagen, wenn euch der Kanal gefällt, lasst gern ein Abo da und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr keines, aber auch gar keines der weiteren Videos verpassen. Ha, schön. Hier war ich nicht das letzte Mal. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Ciao.